Willkommen zurück zu einer weiteren Folge zu SFS Analytics und heute werde ich euch das Delta V für Raketen mit Boostern erklären. In der letzten Woche, falls ihr es noch wisst, war es ja das Delta V für Raketen mit mehreren Stufen quasi und da haben wir halt nicht besprochen, wie das jetzt eigentlich hier funktioniert, wenn quasi mehrere Triebwerke gleichzeitig laufen und die Booster irgendwann abgebrannt sind quasi und weggeworfen werden. Und so weiter und so fort. Und da werden wir jetzt durchgehen. Und es wird auch zum Teil noch das von der letzten Folge dran sein, vor allem hier zwischen erster und zweiter Stufe. Da gibt es ja auch nochmal einen Sprung. Heißt, wir werden es uns einfach anschauen. Und das könnte man hier dann als im Grunde komplette Erklärung des Delta-V-Systems sehen. Gut, fangen wir an. Wir haben wieder ein Delta VG, also Gesamt. Haben wir Delta V1, Delta V2 und Delta V3. Delta V1 steht quasi fürs Delta V der ersten Stufe mit Booster und Delta V2 fürs restliche Delta V der ersten Stufe ohne Booster. Delta V3 ist das Delta V der zweiten Stufe. Ich muss noch mal ein bisschen was dazu erklären. Also ihr kennt es ja, für gewöhnlich brennen die Booster zuerst aus und werden dann natürlich abgetrennt mit diesen seitlichen Separatoren hier. Und dann ist hier noch restlicher Treibstoff drin, okay? Und wir wissen nicht, wie groß der ist. Man kann es natürlich abmessen, indem man einfach die Rakete fliegt und schaut, aha, da sind noch, keine Ahnung, 50% drin. Dann weiß man, wie viel Treibstoff da noch drin ist, dann kann man das einfach einsetzen. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich werde es hier mathematisch machen, also falls ihr kein Mathe mögt, ihr seid sowieso am falschen Ort. Falls ihr Mathe mögt, falls ihr Delta V berechnen wollt, komplexe Delta V Berechnungen machen wollt, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Gut, ja, wir haben das Delta V der ersten Stufe mit Boostern, quasi so lange wie die Booster hier brennen, berechnen wir das Delta V, danach werden die natürlich abgekoppelt. Dann haben wir noch restlichen Treibstoff, das ist dann Delta V2. Wir berechnen, wie lange das noch brennt oder wie viel Delta V da noch drin ist. Und dann Delta V3 ist im Grunde die letzte Stufe in unserer Berechnung. Dazu packen wir wieder einfach die Formel dazu aus. Also Delta V ist natürlich ein natürlicher Logarithmus. M1 geteilt durch M2 mal V1. Und V1 ist ISP mal G. Also die Effizienz der Triebwerke mal die Fallbeschleunigung auf der Erde. So, wir haben hier also eine ganze Menge Variablen. Wir haben 9 Stück und keine Sorge, die werden sehr schnell sehr wenig. Und zwar können wir gleich am Anfang schon eine Menge einsetzen. Und keine Sorge, wir gehen da möglichst schnell durch. M1 ist die Vollmasse der Rakete, 145,9 Tonnen. Das sieht man auch hier oben, setzen wir quasi hier ein. Dann M2, die Masse der Rakete mit leeren Boostern und restlichem Treibstoff in der ersten Stufe. Ich habe eben schon erklärt, wir wissen nicht, wie viel restlicher Treibstoff da drin ist. Daher setzen wir einfach erstmal M2 in M2 ein. Dann Ausströmgeschwindigkeit der ersten Stufe mit Boostern. Und das können wir auch noch nicht weiter ausrechnen. Also wir haben ISP1 mal G quasi. Und das setzen wir hier ein. Aber wir wissen nicht, wie groß die Effizienz der Triebwerke ist, weil wir eben 3 verschiedene Triebwerke haben. Zudem hat das hier eine andere Effizienz als die beiden hier drüben. Daher müssen wir da was dafür tun. Dann M3, die Masse der Rakete ohne Booster mit restlichem Treibstoff in der ersten Stufe. Also quasi Booster sind weg. Und wir haben hier noch die Menge Treibstoff, die eben nicht bekannt ist. Und daher können wir da auch nichts weiter einsetzen, sagen wir M3. Dann M4, die Masse der Rakete ohne Treibstoff in der ersten Stufe. Das ist wieder ein Wert, den wir haben. Also wir haben quasi die Booster weg, hier ist kein Treibstoff mehr drin und das hier ist natürlich noch vollkommen intakt. Das heißt, wir können das einfach abmessen und da haben wir 22,5 Tonnen und das kommt hier rein. Und dann haben wir V2 hier, Ausströmgeschwindigkeit der ersten Stufe. Das können wir wieder berechnen. Wir haben hier nur ein einzelnes Triebwerk, nämlich das Verleihentriebwerk. Das hat 280 Sekunden an ISP mal der Fallbeschleunigung G.
Da kommen 2744 Meter pro Sekunde raus. Können wir einsetzen. Dann M5, Masse der zweiten Stufe. Quasi alles, was hier unten ist. Auch die erste Stufe, Booster, alles weg. Haben wir quasi nur noch das. Auch die Spitzen hier weg. Nur das wiegt 15,9 Tonnen. Und dann nehmen wir davon nochmal den Treibstoff weg. Da haben wir 6,9 Tonnen. Und ja, zu guter Letzt haben wir noch die Ausströmgeschwindigkeit der zweiten Stufe bzw. des Kolibri-Triebwerks. Das sind 260 Sekunden mal 9,8 Meter pro Sekunde Quadrat. Da kommen 2548 Meter pro Sekunde raus. Und das war natürlich ziemlich gründlich jetzt erklärt, ja. Also wenn ihr es berechnet, ihr müsst das nicht genau so aufschreiben. Ihr müsst nur wissen, was es bedeutet. Wir setzen die ganzen Sachen ein, die wir einsetzen können. Und dann fehlen noch drei Werte quasi. Also wir sind von 9 Variablen auf 3 runtergekommen. Und im Grunde steht M2 als erstes, aber ich würde ganz gern ISP1 zuerst berechnen. Also quasi der spezifische Impuls der ersten Stufe mit den Boostern. Und das ist relativ einfach, aber dazu kommen wir gleich. M2 war die Masse der Rakete mit leeren Boostern und restlichem Treibstoff in der ersten Stufe. Also die Booster sind ausgebrannt. Wir haben noch Treibstoff in der ersten Stufe und wir wissen nicht, wie groß es ist. Und dann M3, Masse der Rakete ohne Booster und restlichem Treibstoff in der ersten Stufe. Also im Grunde ein Augenblick nach M2. Wir haben einfach die Booster abgetrennt und haben jetzt noch Treibstoff in der ersten Stufe. Kommen wir jetzt aber dazu, wie wir ISP1 berechnen. Und zwar können wir so sehen, dass ISP1 aus zwei Falcon-Triebwerken und einem Valiant-Triebwerk besteht, also von der Effizienz her. Und da können wir die Effizienzen einfach zusammenrechnen und dann durch 3 teilen. Das sind nämlich 3 Triebwerke. Und das kennt ihr bestimmt, ist auch bekannt als arithmetisches Mittel oder auch für den Laien der Durchschnitt. Wir rechnen einfach die einzelnen Werte zusammen und teilen durch die gesamte Anzahl der Werte. Und da erhalten wir 253,3 Sekunden. Das rechnen wir bei 9,8 Meter pro Sekunde Quadrat. Damit erhalten wir dann endlich V1. Und V1 ist 2482,6 Meter pro Sekunde. Das können wir dann hier oben einsetzen. Ja? Also das ist dann fertig. Dann haben wir noch M2 und M3. Und falls ihr es bisher nicht verstanden habt, schaut es euch bitte nochmal an. Es wird noch schlimmer, keine Sorge. Ja, es ist halt Mathe. Gut, M2 und M3 werden noch gesucht. M2 war die Masse der Rakete mit leeren Boostern und restlichem Treibstoff in der ersten Stufe. M3 war die Masse der Rakete ohne Booster und restlichem Treibstoff in der ersten Stufe. Und ich denke mal, ihr seht da eine Gemeinsamkeit. Massen M2 und M3 besitzen einen gleichen Anteil, nämlich die Masse der Rakete mit restlichem Treibstoff in der ersten Stufe. Ja? Also wir können quasi eins von beiden umschreiben und wir schreiben quasi M2 um, sagen M2 ist größer als M3. Wir sagen M2 ist M3 plus 2 mal M7. Und jetzt fragt ihr euch, was ist M7? M7 ist die Masse eines leeren Boosters. Die liegt bei 7,7 Tonnen. Ich habe das zweimal genommen, weil wir haben zwei Booster, also wir müssen es zweimal machen. Ich hoffe, dieser Teil ist verständlich, ja. Also wir haben hier quasi die Masse mit leeren Boostern, also der restliche Treibstoff in der Rakete mit leeren Boostern. Also müssen wir hier zwei Booster noch hinzurechnen. Dementsprechend haben wir gerade eine Variable eliminiert, aber wir haben gerade eine neue bekommen, nämlich M7. Und die haben wir auch gleich wieder umgewandelt. Das heißt, wir haben insgesamt jetzt eine Variable weniger. Und zwar 7,7, das rechnen wir mal 2, kriegen wir 15,4 raus. Dann haben wir M2 gleich M3 plus 15,4. Ja, das könnten wir jetzt auch gleich einsetzen, machen wir aber noch nicht. Denn wir können noch sagen, dass M3 aus einer Trockenmasse besteht. Nämlich teilen wir das jetzt auf in M8 plus M9. Und zwar M8 ist quasi die restliche Treibstoffmasse in der ersten Stufe.
was wir nicht wissen. Also es ist nur der Treibstoff, der übrig geblieben ist. Und M9 ist die Masse der Rakete ohne Treibstoff in der ersten Stufe. Also quasi dasselbe wie M4, wo wir quasi nur noch die leere erste Stufe hatten und dann die zweite Stufe. Das liegt bei 22,5 Tonnen. Das können wir dann wieder einsetzen, also M3 ist gleich M8 plus 22,5 Tonnen. Das können wir dann wieder in M2 einsetzen, also M8 plus 22,5 plus von hier oben die 15,4 Tonnen. Das können wir wieder addieren, kriegen da 37,9 Tonnen raus. Das setzen wir jetzt aber mal ein und ihr seht, wir kriegen hier für M3 setzen wir das hier ein. Da haben wir M8 plus 22,5 Tonnen, die Klammer nicht vergessen. Und für M2 haben wir M8 plus 37,9 Tonnen und wieder Klammer nicht vergessen. Wir haben also gerade eine Variable eliminiert und jetzt haben wir nur noch eine einzige und zwar M8. Und M8 ist die restliche Treibstoffmasse in der ersten Stufe. Und ganz am Anfang des Videos, erinnert ihr euch sicher noch, habe ich ja gesagt, wir wissen nicht, wie groß das ist. Und wir werden es berechnen. Und das wird jetzt hier der Teil sein. Wenn ihr es nicht berechnen wollt, fliegt die Rakete, messt den Treibstoff und dann könnt ihr es einfach einsetzen. Ihr werdet jetzt fertig. Ich werde es berechnen, für die, die es interessiert. Und zwar haben wir quasi eine neue Zwischenüberschrift. Restlicher Treibstoff in Raketenstufen berechnen. Dazu brauchen wir zwei neue Werte quasi. Einmal den Massenstrom, genannt QM, in Kilogramm pro Sekunde bzw. in Tonnen pro Sekunde. Und die Brenndauer T in Sekunden. Wir haben also zwei neue Werte, die wir berechnen können bzw. müssen, um eben M8 auszurechnen. Und die beiden haben natürlich auch Formeln und die zeige ich euch jetzt einfach mal. QM, also der Massenstrom, ist M geteilt durch ISP. M ist die Schubmasse der Triebwerke, quasi das Falkentriebwerk hat eine Schubmasse von 120 Tonnen, das Verleihentriebwerk hat 40 Tonnen. Und dann geteilt durch die Effizienz, also den spezifischen Impuls des Triebwerks. Und dann erhalten wir quasi, wie viel Treibstoff pro Sekunde verbraucht wird. Also man könnte es so sehen, als der Verbrauch des Triebwerks. Und das ist im Grunde der Massenstrom dann. Und dann haben wir noch die Brenndauer T. Und dazu nehmen wir die Treibstoffmasse in der Stufe geteilt durch den Massenstrom des Triebwerks in der Stufe. Und ihr seht vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Wir wollen dieses M hier berechnen, nämlich die Treibstoffmasse in der Stufe. Und zwar können wir das einmal so hinstellen. Und zwar, wir nehmen die Formel und wir stellen die einmal um. QM mal T gleich M. Das ist genau das umgestellt. Aber wir haben hier ein M10 davor. Und zwar, ohne dieses M10 würden wir berechnen, wie viel Treibstoff verbraucht wurde in einer bestimmten Zeit mit einem bestimmten Verbrauch. Das heißt, wir müssen hier die gesamte Treibstoffmasse in der ersten Stufe nehmen, das sind 36 Tonnen, und ziehen davon dann diese beiden Werte ab. QM1 ist der Massenstrom des Verleihentriebwerks, weil wir wollen ja berechnen, wie viel Treibstoff in der ersten Stufe ist. Und das Verleihentriebwerk hat eben hier einen Massenstrom, den wir berechnen. Und den wissen wir natürlich nicht, den müssen wir noch berechnen. Und danach müssen wir die Brenndauer der Booster bestimmen. Das liegt nämlich daran, dass wir halt nur so lange den Treibstoff verbrauchen, bis die Booster ausgebrannt sind. Und danach beginnt ja quasi der zweite Teil des Delta Vs. Also, wir haben jetzt hier diese Werte. Ja, und wir müssen einmal QM1 und T2 ausrechnen. QM1 können wir nochmal umstellen. Wir haben ja oben hier die Formel, das M geteilt durch ISP. Und dafür nehmen wir jetzt M11 und ISP2. M11 ist die Schubmasse des Verleihentriebwerks. Wir wollen ja den Massenstrom des Verleihentriebwerks berechnen, also brauchen wir auch die Schubmasse davon. Und ISP2 ist der spezifische Impuls des Verleihentriebwerks. Der liegt halt bei 280 Sekunden. Jetzt können wir also
QM1 berechnen. Da bekommen wir 40 geteilt durch 280 raus. Das sind dann im Grunde ein Siebtel Tonnen pro Sekunde. Ja, die Darstellung ist nicht unbedingt schön, aber ich denke mal, ihr kapiert's. Das können wir da einsetzen und vor allem auch hier die gesamte Treibstoffmasse in der ersten Stufe. Das setzen wir ein und da habe ich das Vorzeichen vergessen. Mist. Jedenfalls, das sind 36 Tonnen minus ein Siebtel Tonnen pro Sekunde mal T2. Und jetzt berechnen wir T2, nämlich die Brenndauer, die Booster. T2 ist M12 geteilt durch QM2. M12 ist die Treibstoffmasse in den Boostern. Die liegt genau wie bei der zentralen ersten Stufe bei 36 Tonnen. Und QM2 ist der Massenstrom des Falkentriebwerks. Und das wissen wir auch noch nicht. Das heißt, wir berechnen das wieder. Und QM2 ist M13 geteilt durch ISP3. M13 ist die Schubmasse des Falkentriebwerks geteilt durch den spezifischen Impuls. Das heißt, wir rechnen 120 Tonnen geteilt durch 240 Sekunden. Da erhalten wir 0,5 Tonnen pro Sekunde raus. Das können wir dann hier in die Brenndauer der Booster einsetzen. Und da haben wir hier 0,5 Tonnen pro Sekunde und den gesamten Treibstoff in der Stufe. Damit haben wir eine Brenndauer von 72 Sekunden. Das setzen wir dann wieder ein, und zwar hier in die Formel für M8, und zwar hier 72 Sekunden. Wenn wir das multiplizieren, dann erhalten wir 10,3 Tonnen, und das ziehen wir eben von 36 Tonnen ab, und wir bekommen 25,7 Tonnen raus. Und das war jetzt im Grunde die Berechnung. Ja, wir haben den restlichen Treibstoff berechnet, und zwar haben wir ganz am Anfang uns erstmal angeschaut, was eigentlich der Massenstrom, die Brenndauer ist. Der Massenstrom ist quasi der Verbrauch des Triebwerks und die Brenndauer ist quasi, wie lange eine Stufe brennt. Da haben wir das umgestellt, sodass wir eben die Masse hier, die Treibstoffmasse in der Stufe ausrechnen können. Und dann haben wir eben die einzelnen Werte ausgerechnet, QM1 und T2. QM1 ist quasi der Verbrauch des Verleihentriebwerks. Und T2 ist die Brenndauer der Booster. Wir haben das dann eingesetzt und hier unten quasi dann ausgerechnet. Und es sind 25,7 Tonnen quasi übrig geblieben, nachdem die Booster ausgebrannt sind. Ja, falls ihr es nicht kapiert habt, messt es einfach aus. Also messt, wie viel Prozent da übrig geblieben sind, mal die gesamte Treibstoffmasse, dann erhaltet ihr etwa denselben Wert. Dann setzen wir das endlich ein, hier 25,7 Tonnen, 25,7 Tonnen. Wir rechnen diese beiden Summanden nochmal aus. Haben wir hier 63,6 Tonnen, 48,2 Tonnen. Dann rechnen wir das alles aus. Wir erhalten 6278,9 Meter pro Sekunde raus. Und ihr seht hier, das reicht tatsächlich für ein Flyby an Io. Und hier haben wir nochmal die Delta-V-Map. Laut der Delta-V-Map hätte es 6221 Meter pro Sekunde gebraucht. Und wieder ist es aus 1.4, also es könnte Änderungen geben. Wir brauchen 2700 für den Erdorbit, 672, um den Einflussbereich verlassen zu können, nochmal 589, um zum Jupiter zu gelangen, 50, um im Einflussbereich zu bleiben quasi, dann für ein Flyby 1202 und quasi für einen elliptischen Orbit 1008. Und ihr seht, das hat nicht ganz gereicht, also ich habe hier keinen elliptischen Orbit um Io erreicht, aber das liegt halt häufig daran, dass eben geringe Unregelmäßigkeiten, Ineffizienzen gibt. Vor allem hier im ersten Teil der Reise in der Erdatmosphäre. Und das war's im Grunde. Ja, also das war's mit der Folge. Ich fasse nochmal zusammen. Und zwar, wie berechnet man das Delta V für Raketen mit Boostern? Zuallererst mal, man muss es aufteilen. Ja, also wir teilen es quasi auf für die erste Stufe mit den Boostern. Und dann die erste Stufe ohne Booster. Das heißt quasi, wir warten, bis hier der Treibstoff leer ist. Dann ist quasi das erste vorbei. Wir sprengen das ab.
Wir warten, bis das hier leer ist, das ist der zweite Teil, wir sprengen es wieder ab und das ist dann der dritte und letzte Teil des Delta Vs. Dann sammeln wir so viele Daten, wie wir finden können und setzen die hier unten schon mal ein. Da haben wir noch einige Variablen, die wir nicht direkt bestimmen können. Beispielsweise, wenn ihr Triebwerke mit unterschiedlichen Effizienzen habt, müsst ihr einfach das arithmetische Mittel daraus bestimmen, beziehungsweise den Durchschnitt. Und dann könnt ihr das auch direkt einsetzen. Dann habt ihr hier noch häufig zwei weitere Variablen. Die könnt ihr vereinfachen, indem ihr halt Gemeinsamkeiten zwischen den beiden sucht. Und zwar ist es hier eben die Masse der Rakete mit restlichem Treibstoff in der ersten Stufe. Die unterscheiden sich dann eben in der Masse der Booster. Dafür haben wir natürlich zwei, deshalb auch die zwei da. Das rechnet ihr dann weiter aus. Dann könnt ihr noch ein bisschen weiter vereinfachen, indem ihr Werte, die ihr kennt, noch hinzufügt. Beispielsweise eben die Trockenmasse der Rakete ohne Treibstoff in der ersten Stufe. Und der Wert sollte schon gegeben sein. Das könnt ihr dann einsetzen und eben ausrechnen, eben in M2 nochmal einsetzen, in die Gesamtformel einsetzen. Und dann solltet ihr nur noch eine Formel, eine Variable haben, die ihr noch nicht kennt. Und dann müsst ihr halt diesen Mist hier anwenden. Ihr berechnet Massenstrom und Brenndauer. Ihr müsst den Massenstrom quasi von der ersten Stufe berechnen und die Brenndauer von den Boostern. Und wenn ihr das hingekriegt habt, dann setzt ihr das eben ein und vergesst nicht, den Gesamttreibstoff der ersten Stufe quasi davor zu setzen und die beiden Werte abzuziehen. Dann erhaltet ihr einen Wert und den setzt ihr dann in die letzten beiden Variablen ein und rechnet das Ganze aus. Und dann erhaltet ihr euer Delta V, was ihr dann nutzen könnt, um eure Reise quasi zu planen. Ja, das war's mit dem zweiten Teil hier. Ich werde das hochladen. Ich werde euch den Link in der Videobeschreibung verlinken. Genau. Und dann könnt ihr euch das selber mal anschauen. Falls ihr Fragen habt, entweder hier in den Kommentaren oder eben auf dem Discord-Server. Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.